Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zusammen mit Celine. Hi. Und hier am Liebesteich mit einem sehr sonderbaren Liebespaar. Das wir ja letzten Part zusammengeführt haben. Total romantisch. Im Schleichglöckchen. Yes. Und der Typ wollte seine 210 Rubine wieder. Ich fand die Aussage so schön. So, ja, hier gibt es 10 Rubine. Und die Frau, und, ja, weiter. Weiter. Und die Frau direkt so, ey, Alter, spinnste, bin ich dir nur 10 Rubinis wert? Den voll angemeckert hat, dass er nochmal ins 200er rausrückt. Ja. Ich hätte gelacht, hätte sie dann nochmal gesagt, so, jo, gib ein bisschen mehr. Ja gut, 200 ist ja schon ziemlich hart eigentlich. Ich finde es schade, dass es in dem Spiel kein Amethyst gibt. Ich wollte gerade sagen, Amethyst magst du auch mehr. Ich weiß, Saphire und Amethyst. Ah, die zwei Steine sind so wunderschön. Und das ist ein Krog. Geil, sogar in Herzform. Vielleicht sollten wir die Folge erst am Valentinstag von dem machen. Als ob ich jetzt bis Februar warte. Vergiss es. Mal kurz eine Aufnahmepause bis Februar machen, dann kennt's. Wäre aber mal eine Idee, ne? Ah, oh, guck mal, unten ist noch ein Liebespärchen. Zwar ein Bockblind vorne, aber ein Liebespärchen. Warum sind jetzt überall Zweierriesen? Woher kommt die Eichel? Die ist übers Ozean übers Ozean Mann, die ist übers Ozean geschwommen. Über den Ozean, Schatz. Über den Ozean. Ach, halt die Schnauze. Ich bin ja aber auch schon, dass die Kopfhäuser so ein bisschen leicht an die Umgebung anpassen. Ja. So diese Herzsteinform. War ich nie erst im letzten Part? Kommt mir so bekannt vor, oder? Ich doch. Hier war ich. Genau, ja. Keine Ahnung. Wo warst du im letzten Part? Hier. Okay. Schatz, auf. Was brauche ich? Einen Therapeuten. Ja, okay, hast du recht. Hast ja recht. Ich hab immer recht, ne? Sieh die vorherigen Parts mit den Krogrätseln an. Also das Medizin war schon mal besser bei dir. Ich wissen Tuten. Du wissen Tuten? Du nix wissen Tuten. Ich meine Frage ist halt immer, wie kommen die Wesen überhaupt da hoch? Die fliegen. So. Ist im Ernst, wie kommen die da hoch? Gute Frage. What? Schatz. Ja, ich muss warten, bis du. Du hängst ein bisschen. Mein Liebling. Ich bin voll hängen geblieben. Dass du hängen geblieben bist, wissen wir alle. Link! Halt dich fest, Mann!
Und schwimme nicht an der Säule vorbei. Vielleicht gibt's Schweinebraten. Jung! Ey, Link ist der größte Vollhorst, den es gibt, ne? Es gibt noch einen größeren. Du, Schatz, schmeiß sie doch einfach ins Wasser. Wir können nicht schwimmen. Oh, warte, meine Waffe ist kaputt. Ich weiß, dass sie nicht schwimmen können. Mir das ist mein Moblin, der war ein Moblin, der war so richtig cool. Oh, Link! Oh, Schatz. Ich kann nichts für den Typ daneben springen. Ja, genau, so setzt diesen ganzen Turm in Brand. Das ist generell schön, man kann ein Feuer einfach da auf den Holzplatten machen. Glaub. Alter. Und nichts wackelt ab. Wenn denen das Holz ausgeht, nehmen die einfach Knochen. What the fuck? Junge! Jupp! Also ich kann jetzt aber auch nichts dafür, wenn Link eine halbe Rolle, die halbe Welt umrollt. Was war das für ein Geräusch? Mutter? Warum hat der überhaupt eine längere Lanze als ich? Ich bezweifle, dass er eine längere Lanze hat. Aber ja, schneller, der ist weitergekommen. Wo haben überhaupt die ganzen Steine, die sie hier nach mir werfen? Also wenn die aus dem Holz rausbuddeln, frage ich mich, was ist das für ein Holz? Voll steinig. Ich und mein Holz. Also Link. Können wir bitte den Part einfach nur also Link benennen? Weil wie oft hast du das jetzt schon hintereinander gesagt? Der Part ist das 10 Minuten lang. Oh Gott. Ciao. Ah, okay, hier ist es. Lohnt sich wenigstens, alle Gegner zu töten. Da unten auf dem Turm ist noch eins. Zwei. Drei. Boah, Mann, bist du gut ins Ziel. Alter! Wolltest du gerade was sagen? Hm? Ich hab dich komplimentiert. Ich habe gesagt. Komplimentiert? Ist das ein Wort? Ritterlebade, wow. Also, ciao. Nee, warte, ich kann doch schon irgendwas wegwerfen. Was? Verdammt viel Holz. Ritterhellebade, weißt du was? Die schmeiß ich weg. Du schmeißt eine Ritterhellebade weg? Ja, weil die hier besser ist. Angriffskraft plus 4 hat die nämlich. Ja, gut, ja, verstehe ich. Ich frage mich generell, was für Palmen wachsen denn bitte schön im Wasser? Gar keine. Das liegt doch eine Palme. Nein, das ist keine Palme, die wurde da aufgestellt. Schön, keine Palmen. Ich sollte auf jeden Fall was essen. Ja, solltest du. Du hast heute noch nichts gefrühstückt. Doch, hab ich. Ich weiß. Mach hier keine Lügenpresse. Mach hier keine Lügenpresse. Ich frage mich, kann man das Gefrorene essen? Das Gefrorene kann man essen, ja. Beim Gefrorenen, dann erhältst du länger bei Hitze aus. Ach nee, wirklich? Tatsächlich, ja. Hätte mir gar nicht eingefallen. Stimmt, hab ich dir gesagt. Soll ich war wohl nachher mal das Kochen übernehmen bei dir, oder? Wenn du möchtest. Okay. Nur nicht wundern, ist schon ein bisschen lange her, dass ich die Störungen hatte. Alles gut. Ha, oh, ich muss da hinten.
Hast du eigentlich schon mal Krabbe gegessen? Nein, und ich hab's auch weiterhin nicht vor. Also der an der Seite war ja sehr schön. Oh, da oben ist ein Krok. Ja, wollte ich gerade sagen, oben ist ein Krok. Das hat sich schon so angeboten, das habe ich schon vor weiter weg gesehen, dass da wahrscheinlich was ist. Wahrscheinlich. Ja, was ist das erste Mal dort war? Hast du ein Adlerauge oder was? Ich bitte verfehl. Ich sag's sogar noch. Schon 21 Crocs gefunden, schon wieder. Schon wieder? Ja. Was machst du mit den ganzen Crocs? Finden. Und du sollst wahrscheinlich essen, oder? Nee. Ja, Mann, Bernstein. Lebenstraum. Sammeln wir eine Rubine? Hat er gerade den Stein einfach zurückgeworfen? Ja. Ey, Schatz, ich glaube, der möchte Fußball mit dem Kopf spielen. Also Kopfball? Nee, Fußball mit dem Kopf. Also Kopfball. Nein, Fußball mit dem Kopf. Okay. Spaß immer hier, Kopfball. Doch, gerade willst du mich angreifen. Ja, von uns zu ziehen, Kopf. Die Crocs findest du echt überall, ne? Naja, wenn dann nur 900 Stück oder so irgendwo rumsitzen. 999, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Evarock. Glaube ich nicht. Jetzt nehme ich da vorne noch den Krok mit. Wartest du mal noch kurz, Evarock? Okay, ich nehme es zurück, das ist ein Evarock. Zwergenbucht, ich sehe keine Zwerge außer Link. Was, ein Link ist ein scheiß Zwerg, gefühlt. Der ist ein bisschen klein geraten. Oh, der Evarock ist noch relativ easy zu besiegen. Ich erinnere mich noch an gewisse Magma-Rocks, wenn ich mich daran erinnere. Boah, den letzten Evarock-Fight, wo ich gemacht habe, ne? Der war so kacke, weil da war nämlich der... War nämlich an der Seite. Weißt du, so hinten an der Seite war der. Hinten an der Seite? Okay, gut, ich weiß ja gar nicht, wo der ist. Okay. Junge, dreh dich um. Lass mich an dir hochkraxeln, ja? Ah, fuck. Du hast das nie vergessen. Nein. Ich dachte, du stehst auf knallhart gegen. Guck mal, wie viel schnell der drauf geht. Au. Und guck mal, wie schnell er dich mal wieder runterlassen kann. Oh, das war ehrlich gesagt wie Evarock sehen. Die haben doch keine Augen. Die sehen gar nicht. Aber wir wissen wieder, wie du bist. Seismischer Sinn. Siehe Avatar. Ui, ein Rotonit. Das wäre rot, deswegen hast du Rotonit. Entschuldigung. Ist doch alles gut. Oh, da sind Insekten. Hirschkäfer. Ein nee, Schwertkäfer. Es endet mit Käfer, also lass mich. Ach, das war ein Käfer, wenn ich jetzt gar nicht drauf gekommen bin. Das wäre ein Vogel. Ich hab gesagt, es endet mit Käfer. In real life wär's aber ein Ding. Oh, draufhauen. Wenn du denkst, man ist klug und dann ist man doch nicht klug. Ja, als ich gestern rat, das brauche ich.
Oh, der Strand ist voll schön, da würde ich gerne mit dir mal spazieren gehen. Das stimmt. Generell, der ganze Strand sieht eigentlich ziemlich geil aus. Da vorne ist ein Korb, glaube ich. Ja, sieht ja danach aus. Oder ist es einfach nur eine Palme? Ach, muss das jetzt sein? Wir haben 3 Uhr morgens, ja. Ich finde es auch schön, dass das Spiel sehr realistisch gehalten wurde. Wenn du in den Wäldern bist, dann wird es wirklich eine Stunde eher dunkel. Ja. Sehr schön realistisch gehalten. Hier finde ich es auch ziemlich nice, hier schon um 4 Uhr morgens sieht man halt schon alles voll gut. Ja. Oh. Boah. Alter! Danke. Wenn du verschießt, das Pferd ab. So geht's auch. Junge, schieß doch nicht einfach. Ich komme mir gerade vor wie im Wilden Westen. Und das am Strand? Ja, der Wilden, deswegen ja Wilder Westen. Wieso? Also Wilder Westen verbinde ich eigentlich eher mit Wüste, nicht mit Strand. Aber da ist auch Sand. Ja, aber ich persönlich habe kein Pferd abgeschossen. Ja, nur der Kollege, der da auf dem Pferd saß. Ja, der hat doch schon auch nicht gerechnet, dass sein Kollege gerade vom Pferd runtergeholt wird. Ich finde es generell witzig, wenn du die Pferde anschießt, dann schmeißen Pferde automatisch die Dings runter. Die Bocklinze. Warum gibt es eigentlich hier in dem Spiel keine Bullblinze, sondern nur Bocklinze? Ja. Das war keine Antwort auf meine Frage. Junge, dich habe ich schon gesehen. Oha, der war ja gleich tot. Mal kurz drauf kloppen, das passt schon hinten. Das glaube ich nicht. Nee, doch nicht. Da hinten sieht's aus wie Erz von oben. Ja. Erzfeinde? Wenn ein Ivarok Autsch. komplett aus Erz besteht, ist er dann ein Erzfeind? Ja, wahrscheinlich. Mini-Ivaroks! Oh mein Gott, wie süß! Deren Leben ist auch ziemlich hart. Die sind dafür da, um durch die Gegend geworfen und zu explodieren. Einfach sein Leben als Bombe fristen. Leben ist hart, grausam, unfair und ungerecht. Gut. Hinten läuft, glaube ich, noch ein Wächter rum. Leben da. Hier können wir erstmal noch eine antike Achse. Ja, der Wächter da lebt noch. Wächter und Läufer. Meine Chance auf weitere Rüstungsteile. Zahnräder meinte ich natürlich. Das müsst ihr aber auch eigentlich deutlich mehr von den Wächterschlägen aushalten. Oha, mir gehen langsam die Pfeile aus, sehe ich gerade. Waffe. Was nehme ich denn da? Ich habe kaum mehr starke Waffen, ey. Ich glaube, Elektro hilft auch gegen die. Ich bin mir aber ganz sicher. Die auch voll leiden, ne? Hm? Ich find's halt so krass, wie die halt voll leiden, wenn man deren Beine abschlägt.
Ja, tatsächlich ja. Der ist total verdreht. Okay, ich weiß, ich bin unlustig gerade. Alles gut. Boah, ich hab den Wächter ja voll auseinandergenommen, Alter. Ey! Zumindest wenn die ganzen Metallzeug nicht ging. Vorne am Strand war, glaube ich, auch noch was. Ja, ja, auch nochmal ein antikes Zahnrad. Ja, lauter antike Zahnräder. Genau das, was ich brauche. Yay. Ja, dann lass sie doch nicht liegen. Ich glaube, vorhin hast du auch irgendwo noch was liegen gelassen. Ich bin aber gerade unsicher. Nee, ich habe jetzt auch alles. Gut. Ach ja, die Wächter. Langes Zerr, wo ich mich wirklich krass vor denen gefürchtet habe. Gibst du zum Teil, fürchtest du dich immer noch vor denen? Ja klar, logisch. Vor allen Dingen, wenn es mehrere sind. Bei einem bin ich ja schon froh, wenn ich ihn besiegen kann, aber bei mehreren wird es schon ein bisschen kritisch. Wobei, vor Leuten habe ich immer noch krassen Respekt. Ja, bei Leuten traue ich mich überhaupt nicht ran. Also da kannst du übernehmen, wenn ich wieder selber spiele. Ruf ich dich an und dann sage ich so, ja Schatz, kannst du mal vorbeikommen? Hier ist ich dann so, ja, auf jeden Fall. Dein ist ein Krog. Ja, hab ich gerade gesehen. Okay. Jo, auf jeden Fall, gib mir 6 Stunden, dann bin ich da. Lieber Bob. Alter. Der ist auf Speed. Ey, der hat eine Schmetterlingsform. Wenn du es mal so ansiehst. Hab's gesehen. Schön. Schön. Wir müssen mal einen toten Wächter. Hier gibt's verdammt viele tote Wächter. Ey, der ist beim Baden gestorben. Voll romantisch. Irgendwie hat das Gefühl, das Teil, dass der Wächter ist dafür verantwortlich, dass hier ein Loch ist. Aber ich kann nicht mal einen gesehen irgendwo. Da hinten, na gut, den habe ich schon. Ich glaube, das ist nicht nochmal zurück. Den habe ich da schon. Da vorne an der Säule ist noch einer. Jo. Bitte leb. Dann bring ich ihn halt um. Gibt schon mehr Zeug. Da hinten ist tatsächlich ein Schwein. Antike Feder. Kashiva, sei du hier zufällig irgendwo. Nee, aber ich sehe da hinten an der Seite und neben dem Wächter eine Kugel. Also das hier ein Schrein ist auf jeden Fall gut. So glatt. Du darfst lesen. Ach Hannibal, du bist ja so schön glatt. What the fuck macht die mit der Kugel? Was sagst du, jemand beobachtet uns? Ach Hannibal, sei doch nicht immer so schüchtern. Warum zeigst du nicht deine leuchtende Schönheit? Wie? Du meinst, unser Zaungast scheint etwas zu wollen? Mach dir doch keine Sorgen, du weißt, ich würde dich niemals hergeben. Tut mir leid, mein süßer Runde Hannibal, aber ganz ehrlich, war ich gerade nicht. Ich will Wächter sehen. Die Kleinen, die Fliegenden und die Laufenden. Ich will alle Wächter sehen. Aber nicht die alten, verrosteten. Die sich bewegen. Und wenn ich sie sehe, dann muss ich dich vielleicht verlassen. Aber keine Sorge, so einen Wächter zu nähern, ist sowieso zu gefährlich. Ob es nun ein kleiner, ein Fliegender oder einer der laufenden Wächter ist. Es wird nur ein Traum bleiben. Schatz, wir müssen Träume zerstören. Mein Hannibal, sei unbesorgt, ich würde dich niemals ergeben. Warum muss ich das verlesen? Außer ich könnte dafür einen kleinen, einen fliegenden und einen laufenden Wächter sehen. Hast du von allen ein Foto? Ich meine, von allen hätte ich mal eins gemacht im Hyrule Handbuch. Ja, Rumi, guck mal. Oh, warum wird das hier markiert? Keine Ahnung. Ich behalte es mal, vielleicht ist es für irgendeine Sidequest oder so. Aber ja, doch hier. Da ist ein kleiner.
Hätte ich es vorher gewusst, dann hätte ich den anderen nicht umgebracht, Mann. Schau mal mit R, weil du hast ja den Laufenden hast du ja, glaube ich, auch. Schau mal. Im Dings am Buch. Achso, mal so. Ja, mit R kannst du da dann schauen. Ah ja, aber die Wächter habe ich so hier im Hyrule Handbuch, habe ich die schon alle, aber ich glaube, ich brauche wirklich normale Bilder davon. Hast du die Fliegenden? Ich weiß, wo ich die finde, ja. Vor Hyrule. Ich sollte vielleicht noch kurz hier die Stelle markieren, ne? Gut, dann würde ich sagen. Nicht denn mit den Krocken? Und jetzt kommt da jetzt ein Krok. Ich glaube, das reicht. Mir gehen alle Waffen kaputt. Das reicht aber sowieso nur Holz. Ich weiß, ich brauche trotzdem richtige Waffen. Der hat auch eine Herzform. Ja, gut. Ups. Mit viel Fantasie. Was für viel Fantasie, der hat eine Herzform. Mit viel Fantasie. Es ist zwar nicht so rund an den Seiten, aber es ist ein Herz. Schatz, wenn du ein Herz malst, dann sage ich doch auch nichts mit. Das ist ein Herz mit viel Fantasie. Wohlgemerkt, ich habe dich noch nie ein Herz malen sehen, aber egal. Doch, hast du. Wann? Ist schon ein bisschen her. Ich markiere das hier am besten mal. Mit Schatz, so, das sieht noch am ehesten in den Fotoapparat aus. Mit viel Fantasie. Ich glaube, da war eine Kiste hinter dir. Kann ich aber auch gehört haben. Alter! Das habe ich mal gar nicht gesehen. Danke dir. Gern geschehen. Zufälligerweise ist jetzt ein Bild von einem Wächter. Oder zu den Holzpfeilen, auch nicht verkehrt. Gut. Ja, ich bin auch schon weg, Mann. Du musst zickzack bei den laufen. Ich weiß, aber es war zu einfach. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, wo ich die Wächter finde, wie das Ding ist halt, da ist halt nichts in der Nähe. Ja gut, okay, ich müsste halt dann von hier nochmal zurücklaufen. Doof. Aber ist möglich. Okay, ich würde sagen, dann gehe ich in dem Fall mal kurz zu dem Turm der Ebene, weil da gibt es ja von allen Wächterformen. Außer von den Kleinen habe ich auch schon ein Bild, weil ich das nicht. Ja, musst du halt nur kurz vor Hyrule hinrennen, da sind ja die Fliegenden. Und ich glaube sogar am Turm, am Turm waren es die normalen, ne? Am Turm waren die normalen. Und also die Wracks und die Laufenden. Ja, und ich brauche einen Läufer. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vorher schon den Läufer genommen. Weil ich weiß nämlich, beim Turm von Akala, da gibt es auf jeden Fall Fliegende. Kabum! Alter, wunderbare Seiten anvisiert, Schatz. Ich hab mein Wächterschild an. Okay, hier bin ich erstmal kurz safe. Okay. Also, was tut man hier alles für ein Schrein? Da ist ein Laufender. Servus, Kollege. Danke dir. Komm, austauschen. Das Bild sieht nämlich viel schöner aus. So. Probleme? Bitte lass uns weiterkommen. Bitte lass uns weiterkommen. Das Schöne ist, da kann man nicht sehen. Wie Link einfach so klein ist und darunter passt. Ich
Bald muss ich auf meinen Kochplatz zurückgreifen. Dein was? Dein Kochblatt? Kochblatt, nee, ich weiß nicht, wie weiß. Mama? Mom, pick me up, I'm scared. Au, oh, ich glaube, ich teleportiere mich mal kurz zum Akkalatom, da habe ich definitiv nämlich die Wächter. Well, warte mal kurz, da habe ich doch aus vor kurzem einen gefunden, beim Nia-Nia-Schrein. Mhm, da waren welche. Dann an ihr. Ja, ich denke, da will ich mal kurz sehen. Bei unseren Staubecken. Beim Staub, bei der Staubecke? Ach. Oh, wir sind vor 31 Minuten. Mhm. In diesem Fall würde ich den Part wahrscheinlich kurz beenden. Es sei denn, ich krieg gleich den Wächter zu Gesicht. Dann mache ich kurz ein Bild von dem und beende danach den Part. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt zum nächsten Part. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part. Das sah gerade irgendwie falsch aus, ja. Gut, bis zum nächsten Part oder auch nicht. Bye. Bye.